Ja, also ich bin DJ Shortcut von der Mein Business Music Crew oder auch Mein Business Booking. Und ich bin Hip-Hop-DJ und mein Motto ist Hip-Hop for Life. Und ich komme aus dem Main-Spessart-Gebiet nähe Würzburg. Ey, yo, Nutso. Yo, what's good, bro? Yeah, man. Ey, yo, Nutso. Yo, what's good, bro? Ja, also angefangen mit dem Auflegen habe ich so 99 rum. Und aber erstmal eher im Hobbykeller, im Studio. Und habe Mixtapes gemacht, damals noch ganz normal natürlich mit normalem Vinyl. Und habe Platten gesammelt und habe angefangen irgendwie Beats zu produzieren. Früher natürlich noch mit Hip-Hop-EJ oder irgendwelchen Anfängerprogrammen. Und ich habe das dann halt so die Jahre lang durchgezogen und hatte viele Rapper, die mich da irgendwie begleitet haben, mit denen ich Projekte gemacht habe über die Jahre. Und dann kamen die Auftritte in Jugendzentren, in Würzburg, Umgebung und auch weiter weg. Ja, und dann irgendwann bin ich so zum Auflegen in die Clubs gekommen und habe da Kontakte geknüpft und ja, und bin jetzt gerade dabei, das irgendwie weiter auszubauen und da weiterhin Gas zu geben in dem Bereich auf jeden Fall. Ich bin back in der Booth, jetzt für Shorty. Live für mein Business, Music, ich bomb die bestechendsten Verses für den besten Support. DJ für jeden Ort, wie macht er diesen Sport? Wie kloppt es dir ins Ohr? Also der Überbegriff ist auf jeden Fall Hip-Hop, ist ja klar. Viele Clubs bezeichnen das auch gern als Black Beats. Also im Endeffekt Oldschool Rap, Dancehall, Reggae, R&B, Dirty South und so die ganzen Untersparten von Hip-Hop, die im Club quasi so laufen, die lege ich auch auf, ja. Das ist so. Und natürlich viele Deutschrap-Projekte halt mit meinen Kollegen, mit meinen Jungs, die ich produziere und aufnehme. Ja, und das ist so die Musik, die mich ausmacht. Bitch better have my money. Money, bring back 100, take 20. Talk. This? Also mein Set besteht aus zwei direktgetriebenen Plattenspielern. Das sind die Omnitronic 5250. Dazu habe ich noch einen Battlemixer, Zweikanal-Battlemixer, Effektmixer, auch von Omnitronic. Außerdem arbeite ich mit Timecode-Vinyls. Das wäre dann Native Instruments, Traktor benutze ich mit Soundkarte und den Timecode-Vinyls und noch einen MIDI-Controller für Loops etc., Effekte und ja, das ist so mein gängiges Setup. Weil er sehr schnell einen Motor hat, das ist sehr wichtig beim Scratchen. Er hat einen Rückwärtsgang, man kann die Start- und Stoppzeiten einstellen und durch die robuste Bauweise federt er auch gut ab. Man bekommt keine Störgeräusche und das sind so die Eckpfeiler, auf die ich bei meiner Performance Wert lege. Und deshalb habe ich mich für den Plattenspieler entschieden. Ja, also Vorbild ist so eine Sache. Da könnte ich jetzt viele DJs nennen. Mich irgendwie jetzt auf einen festzulegen, will ich gar nicht. Vorbild, ja, also ich respektiere auf jeden Fall jeden DJ, der sein Ding macht, schon jahrelang, der sich irgendwie seinen Standpunkt und sein Fame erarbeitet hat und dafür was getan hat, wo er jetzt ist. Und es gibt viele Kollegen,
die sind sehr nett, die helfen einem, die geben einem Tipps und obwohl sie das gar nicht nötig hätten, aber gerade die Leute respektiere ich dafür und ja, also in meinem Freundeskreis habe ich schon einige, wo ich sagen würde, so die mag ich gern, den Stil von denen finde ich sehr gut, aber jetzt irgendwie auf einen bekannten DJ mich zu einigen, da gibt es so viele gute, da fällt mir jetzt auf Anhieb niemand Direktes ein. Ja, also Anfängern würde ich raten, erstmal sich im Klaren zu werden, welche Musikrichtung lege ich auf, das ist natürlich klar. Das ist so das Wichtigste überhaupt und dabei ist dann die Frage wichtig, mit was lege ich überhaupt auf. Das wissen viele am Anfang gar nicht. Irgendwie wollen sie einen MIDI-Controller benutzen, einen Plattenspieler, nur den Laptop, CD-Player. Also die Möglichkeiten heutzutage sind wirklich sehr, sehr groß. Die Auswahl ist sehr groß und das ist so das Wichtigste, sich erstmal darauf zu einigen, mit was lege ich auf. Und dann ist halt wichtig, irgendwie immer am Ball zu bleiben, zu üben, sein Ding zu machen. Und ich finde halt irgendwie gerade seinen eigenen Style zu etablieren, irgendwie so seine Art, dass die Leute sagen, ah ja, das ist genau der DJ, den habe ich doch schon mal gehört, der macht das und das, der ist cool oder der spielt immer die und die Tracks oder der macht das und das ganz anders als XY. Das wäre so irgendwie mein Tipp, sich so irgendwie seine eigene Sparte quasi zu erschaffen. Jordis Technik plus die Scratches, mal Effekte teils durch Race, wir liefern Inbegriff von Freshness. Kein Second-Hand-Shit, Mucke die echt klingt. Ihr wollt kein Haten, wir haben Videos für Backspin. Wie der Rapper Mike bei Jordi in der Booth. Und der Junge legt mehr Scheiben auf als Bodybuilder tun. Und immer noch seit 4 Jahren, wenn ich Lines gedroppt hab, heißt es C-Race für mein Business. Peace DJ Short. Wer macht Mucke, die dich flasht, wer bringt die Menge zum Toben? Hebt die Hände nach oben für DJ Short. DJ Shortcut. Wer bringt Hip-Hop wieder back in die Clubs? Zeig Respekt und geh ab für DJ Shortcut. DJ Shortcut. Wer macht Mucke, die dich flasht? Wer bringt die Menge zum Toben? Heb die Hände nach oben für DJ Shortcut. DJ Shortcut. Wer bringt Hip-Hop wieder back in die Clubs? Zeig Respekt und geh ab für DJ Shortcut. DJ Shortcut.